Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Roblox at Dope Me. Und heute machen wir was ganz Besonderes, Leute. Und zwar, heute sind wir nicht in meinem normalen Roblox-Account, sondern heute bin ich in dem Account von Cedric. Das ist Cedric. Das ist Cedrics Bude. Wir haben auch hier Cedrics Inventar und alles Mögliche. Wir können alles machen, was wir wollen. Ich glaube, das ist... Hey, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox at Dope Me. Ah, nee, Quatsch. Nee, Moment. Egal. Deine Begrüßung ist irgendwie komplett kacke, Jason. Aber ganz ehrlich. Nein, ist gut. Ich bin jetzt auf CombatPicker.com und hier habe ich meinen Video-URL-Link eingegeben. Das heißt, der Link von meinem Video. Und hier unten muss ich dann einfach nur auf Start, Raffle, Pick Random Winner drücken und dann haben wir einen Gewinner. Okay, Leute, gewonnen hat Glühwürmchen. Okay, auf jeden Fall Glühwürmchen, du hast gewonnen. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir und sag dir, dass du der Gewinner bist, sobald dieses Video online ist. Herzlichen Glückwunsch an alle und danke an alle, die mitgemacht haben. Ihr könnt bestimmt bei der nächsten Verlosung gewinnen. Was machen wir heute, Cedric? Ja, wir haben heute mal einen kleinen Account-Swap gemacht. Jason spielt mal jetzt als ich und ich bin als Jason. Das sieht so komisch aus, dass ich mich selbst da rumlaufen will. Okay, Cedric, aber was wollen wir als erstes natürlich machen? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Das erste, was ich mache, ist auf jeden Fall in den Chat schreiben, Hashtag Cedric stinkt. Nein! Ich denke ganz hart. Aber weißt du, es ist schon interessant, was wir eigentlich so machen könnten, wenn wir jetzt einfach mal unsere Accounts tauschen. Ich würde sagen, das Mann, stimmt, ich könnte jetzt eigentlich mir selbst alle meine Pets übertragen. Genau, aber ich könnte sie mir wieder zurückgeben. Das wäre nicht so gut. Ich würde mal sagen, wir gehen, wo wollen wir hingehen? In die Stadtmitte oder so? Genau, lass einfach mal in die Mitte gehen und zu gucken, ob wir vielleicht irgendwelche Zuschauer von uns treffen. Und das wäre lustig. Das wäre mega witzig, wenn wir irgendwelche Leute treffen, die hier bei uns unsere Videos gucken. Ja, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass dein Skin echt kacke aussieht, Jason? Mein Skin ist schön, Leute, schaut in die Kommentare, wer den schöneren Skin hat. Bist du ein Klopapier-Typ? Und vergesst natürlich nicht, in die Kommentare zu einem Hashtag Cedric stinkt, weil Cedric stinkt nämlich. Genau. Oh, cool. Raven 56 Limonaden statt ein Limonade mit 20 Bucks. Auf jeden Fall, Leute, gucken wir uns jetzt mal an, was Cedric alles so im Inventar hat, okay? Wir gucken jetzt einfach nach den seltensten Haustieren-Pets, die Cedric hat. Ein Legendary Dragon, der würde sich auf jeden Fall auch ganz gut auf meinem Account machen. Ja, genau. Nein, Cedric ist der beste YouTuber der Welt. Cedric, oh mein Gott. Doch, klar. Wir haben hier... Wir haben hier schon jemanden. Hallo, ich stinke sehr hart. Leute, falls ihr unbedingt noch eine Folge von sehen wollt, also ich genieße es jetzt schon und wir sind gerade erstmal 5 Minuten. Ich glaube, das macht nicht so mega viel Sinn. Sandy stinkt! Oh, Sandy stinkt! Ah, es was ist was? Hallo? Du bist der Chat mit mir, Alter. Was ja, soll genau, ich? Ich sag so das. Ja, genau. Ich noch viel mehr. Niemand kann mehr stinken als ich. Alter, ist das bescheuert, ey. Das ist so bescheuert, Leute. Es ist so eine dumme Idee, den meinen Account. Was macht ihr? Ihr seid halt komisch. Wollen wir mal mit irgendjemandem traden? Hallo? Ja, komm, lass mal mit irgendjemandem. Aber, wie gesagt. Beide. Ja, genau, Jason. Wir stehen aber beide. Ey. Darum, wir müssen hier erstmal ein bisschen Money generaten auf. Lol, geh mal traden. Pass auf, warte mal. Lol, was ist das? Kizun Legendary. Kizun, oh, das ist sehr viel wert. Kannst du. Ja, nimm auf jeden Fall an. Okay, also ich einfach das hier ohne. Vielleicht schenkt das dir ja, weil er mich kennt. Keine Ahnung. Glaubst du? Ich glaube schon, probier's mal aus. Nein, hat abgebrochen. Was habt ihr alle mit stinken mehr? Okay, ich probiere jetzt jemanden zu finden, der trainen will. Ihr seid heute komisch. Ich glaube, wir sind heute echt ein bisschen komisch. Ja, eventuell sind wir ein bisschen komisch. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich nicht Cedric bin und du nicht Jason bist, oder? Ja, das stimmt. Weißt du was, Jason? Ich muss jetzt auch mal hier. Keine Ahnung, was hast du denn überhaupt alles hier für ein Zeug? Ich habe gar nichts, ich bin arm. Aber du hast voll das Lustige hier. Guck mal, King Julian hat der hier, ja? Okay, ich komme auf jeden Fall da. Ich schaue einfach eine 5-Dollar-Limonade. Von mir kaufen. Ja, ja. Wow. Hallo, du trinkst sie auch. frag ihn mal, welchen YouTuber er lieber mag. Von uns beiden. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was er antwortet. Ich hoffe, er antwortet natürlich Mayo, weil Mayo ist natürlich die einzig wahre Antwort, die man hier sagen kann. Irgendwie ist es schwer. Ja, es ist das nicht, wenn schwer. du musst dich halt ein bisschen fragen, gell? Weil egal wie, er kann ja nur was Falsches antworten. Weil wenn er sagt Mayo, dann meint er auf jeden Fall nicht dich, aber und du bist irgendwie ich. Aber nee, du bist nicht. Also, ja. Okay, aber ich muss sagen, Cedric, aber ich muss sagen, also ich verstehe nicht. Okay. Oh, ich weiß es nicht. Cedric, ja! Mann! Oh nein, ich bin es nicht. Was ist das für ein Spielergefühl? Da muss ich dir echt zustimmen. Habt ihr Rollen getauscht? Oh, Cedric, er ahnt es. Oh mein Gott, stimmt, Leute. Alter, aber krass, dass es den Leuten wirklich auffällt. Ja, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass irgendjemand überhaupt auffällt hier. Okay, ihr habt dann so Rollen getauscht, XD. Okay, Cedric, ich glaube, wir sind aufgeflogen. Oh nein. Ja, ich würde es auch sagen. Oh Mann, Alter. Das ist wirklich, ging schnell. Also ich habe nicht gedacht, dass es in 10 Minuten möglich ist, auszufliegen. Jason, ich glaube, wir sollten diesen Fehler in der Matrix einfach wieder beheben und wieder wir selber werden. Weil ich finde schon, dass
dass mein Roblox-Account jetzt hier ein bisschen stinkt. Also deshalb würde ich auch schon sagen, wir wechseln den Account einfach lieber ganz schnell. Meiner ist auch, mit meinem hat sich irgendjemand den Popo abgewischt. Und das fühlt sich aber nicht gut an. Okay, Leute, ich fühle mich auf jeden Fall schon viel besser in meinem Account. Ja, ich fühle mich auch viel besser hier. Okay, auf jeden Fall, Leute, ich fühle mich jetzt viel wohler in meinem Account. War auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich niemals wieder machen möchte. Ich glaube ich auch nicht. War auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Erfahrung, die man nie wieder machen soll. Auf jeden Fall, Leute, falls es euch Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach unten und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden. Ist alles kostenlos und so. Und schreibt einen Kommentar und so, was ihr machen würdet, wenn ihr einen Tag lang in Cedrics-Account sein könntet. Und dann würde ich sagen, das war's. Haut rein, schaut bis dann nicht vorbei. Tschüss. Oh, tschüss.